Es gibt einen Grund für Putins Krieg, über den kaum ein Wort verloren wird. Einen geheimen Grund, der direkt mit uns zu tun hat. Wenn das rauskommt, dann wird es so richtig peinlich. Ich werde Ihnen darüber alles verraten. Mein Name ist Martin Wehle. Ich bin Autor des Buches Den Netten beißen die Hunde. Und ich bin Gründer der 365-Tage-Challenge, die Sie durch jeden Tag Ihres Jahres begleitet und unterstützt. Link unter diesem Video. Warum hat Putin die Ukraine überfallen? Es gibt darüber viele Spekulationen, aber eine Antwort, die ist definitiv richtig. Er hat diesen Krieg begonnen, weil er der Stärkere ist. Er wusste, dass seine große Armee der ukrainischen weit überlegen ist. Es kam ihm nicht darauf an, im Recht zu sein, es kam ihm darauf an, sich sein Recht mit Gewalt zu verschaffen. Der Stärkere bestimmt, wo es lang geht, und der Schwache, der muss sich beugen. Woran denken Sie, wenn Sie diese Worte hören? Ich denke, genau nach diesem Prinzip funktioniert unsere kapitalistische Weltordnung. Wer Geld hat, der kann sich nehmen, was er will, oft auf Kosten der Armen. Wer Macht hat, der kann durchsetzen, was er will, auch wenn es nicht der Welt dient, sondern nur ihm persönlich. Und wer durch sein Geld politischen Einfluss hat, der steuert mit seinem Lobbyismus die Gesetze deutlich mehr als der einfache Wähler mit seiner Stimme. Ich finde den Angriffskrieg gegen die Ukraine schrecklich. Aber ich begreife nicht, warum es dazu jeden Tag fette Schlagzeilen gibt, während wir über das andere menschgemachte Elend der Welt im Alltag kaum ein Wort verlieren. Es tobt schon lange ein viel größerer Krieg, da kämpfen die Reichen gegen die Armen. Während die westlichen Länder im Überfluss schwelgen, lassen wir auf dieser Erde jedes Jahr 30 bis 40 Millionen Menschen an den Folgen des Hungers sterben, darunter 3 Millionen Kinder. Jedes siebte Kind auf dieser Welt ist untergewichtig. Hier Wohlstandsspeck und dort Hungerbäuche. Aber es fehlt auf dieser Welt nicht an Nahrungsmitteln, im Gegenteil, es gibt viel zu viel davon. Es fehlt nur an einer gerechten Verteilung. Pro Jahr landen 1,3 Milliarden Tonnen Lebensmittel im Müll. Ein Viertel davon würde schon reichen, damit sich alle Menschen auf dieser Erde satt essen könnten. Allein die Industrienationen vernichten pro Jahr 300 Millionen Tonnen Nahrungsmittel. Schon damit ließe sich der weltweite Hunger stillen. Wir lassen pro Jahr mindestens 30 Millionen Menschen verhungern, obwohl wir es verhindern könnten. Und mehr noch, die reichen Industrienationen tragen durch ihre Spekulationen auf den Lebensmittelmärkten zu diesem Hunger aktiv bei. Weil die einen an der Börse fette Gewinne machen wollen, magern die anderen bis auf die Knochen ab und sie verhungern. Ein solches Agieren gilt aber nicht als Verbrechen in einem Wirtschaftskrieg, sondern als pfiffiges Spekulationsgeschäft. Zum Beispiel zeigt eine Studie der Weltbank auf, wie Finanzspekulanten 2007 und 2008 die Getreidepreise haben explodieren lassen. In Äthiopien wurde der Mais um 100% teurer, in Somalia verdreifachte sich der Weizenpreis, auch in Uganda und Tansania gingen die Preise durch die Decke. Allein durch diesen Spekulationswahnsinn stürzten 100 Millionen Menschen in den Hunger. Und im Jahr 2009 hungerten dann mehr Menschen als jemals zuvor auf dieser Erde, nämlich 1 Milliarde Menschen. Aber was passierte im Jahr 2017 im Europäischen Parlament? Die EU-Kommission brachte einen offenbar von der Finanzlobby angestoßenen Vorschlag ein, der alles dafür tat, das Tor zur Hölle der schmutzigen Lebensmittelspekulationen für Banken und Fonds möglichst weit offen zu halten. Es hagelte Proteste von allen Seiten, doch am Ende setzte sich der Einfluss der Konzerne wieder mal über die Moral hinweg. Spekulationen bleiben auch dann erlaubt, wenn sie Menschen in den Hunger treiben und sie das Leben kosten. Hauptsache, der Rubel rollt in die Taschen der Reichen. Das genau ist das Muster, das uns Putin gerade vormacht. Es ist mir egal, ob ich moralisch handle, egal wie viele Menschen dabei über den Jordan gehen. Es muss nur meinem eigenen Vorteil dienen. Ich nehme mir, was ich kriegen kann. Ich setze mich durch, weil ich mich durchsetzen kann. Ein Weg bleibt ein Weg, auch wenn er mit Leichen gepflastert ist. Und ein Gewinn bleibt ein Gewinn, auch wenn er den Verlust der Lebensgrundlage für andere bedeutet. Wir leben in einer Gesellschaftsordnung, in der Solidarität ein Fremdwort geworden ist, einer kriegerischen Gesellschaftsordnung, in der die Faust die Hand zerdrückt und die Menschheit den ganzen Globus zerstört.
Und vieles, was uns schon ganz normal erscheint, ist mehr als fragwürdig. Nehmen wir einmal die Sache mit den Immobilien. Vereinfacht gesprochen funktioniert das Geschäft so. Jemand, der viel Geld hat oder verdient, der kauft sich eine Wohnung auf Kredit und nun lässt er seinen Kredit von jemandem abbezahlen, der weniger Geld hat und diese Wohnung deshalb mietet. Der Reiche wird bei diesem Geschäft immer reicher. Eines Tages gehört ihm die Wohnung und er bekommt die Miete also noch zusätzlich. Vielleicht legt er sich eine zweite, eine dritte, eine vierte Wohnung zu. Aber der Ärmere, der den Kredit als Mieter heimlich abbezahlt, der kommt auf keinen grünen Zweig. Sein Geld ist einfach weg, in eine fremde Tasche geflossen. In Zeiten der astronomischen Mieten schmerzt das umso mehr. Ich kritisiere nicht jeden, der eine Wohnung privat vermietet. Es gibt viele anständige Vermieter. Aber ich finde es pervers, wenn große Immobilienfirmen dieses Geschäftsmodell auf die Spitze treiben und mit überzogenen Mieten Milliardengewinne einfahren. Ist Wohnraum nicht ein Menschenrecht? Darf damit wirklich spekuliert werden? Bräuchte es nicht einen Staat, der hier regulierend eingreift, statt das Wohnen zum Luxus werden zu lassen? Der Reiche, der geht über den Armen hinweg, der Starke über den Schwachen. Dieses Prinzip des Putin-Krieges, das können Sie überall in der Wirtschaft beobachten, nur dass es hier nicht Krieg genannt wird, obwohl es einer ist. Zum Beispiel war die Corona-Krise für viele Menschen eine Katastrophe, etwa für die kleinen Selbstständigen, die in die Pleite gestürzt sind, oder für die Niedriglöhner, die ihren Job verloren haben oder mit Kurzarbeit kaum noch über die Runden kamen. Zur gleichen Zeit sind die Börsenkurse und die Gewinne der Großkonzerne durch die Decke geschossen. Der DAX, der kletterte auf ein Rekordhoch, was für die Armen eine Katastrophe war. Das war für die Reichen eine vorzügliche Gewinngelegenheit. Die kleine Blumenhändlerin an der Ecke, die musste ihren Laden dicht machen, Exodus. Aber der Supermarkt neben ihr, der brummte wie nie zuvor und verkaufte die Blumen gleich mit extrem Gewinn. Rund um den Globus haben im Corona-Jahr 2020 2.700 Milliardäre ihren Reichtum um etwa 4,5 Milliarden Euro vermehrt. Ein Betrag mit unglaublichen 15 Nullen. Wir sprechen von 6% der weltweiten Wirtschaftsleistung. Diese Wirtschaftsleistung aber ist um 3% eingebrochen. Es gab also keinen Aufschwung, von dem alle profitiert haben. Nein, die Allgemeinheit, die musste bluten, aber die Superreichen, die haben Blut gesaugt. Die einen gehen unter, die anderen starten durch. Wie schrieb Bert Brecht so schön, er hängt hinter mir, der Herr mit Brille. Armer Mann trifft reichen Mann, beide sahen sich lange an. Da sagte der Arme bleich, wär ich nicht arm, wärst du nicht reich. Der Krieg hat nicht erst in der Ukraine begonnen. Der Krieg, der tobt jeden Tag auf dieser Welt. Nur machen wir die Augen vor ihm zu, solange wir selbst von seinen Früchten profitieren. Aber wie wollen wir zum Beispiel gegenüber Putin glaubwürdig für eine friedliche und gerechte Weltordnung eintreten, solange wir selbst so viel Unfrieden, so viel Ungerechtigkeit stiften? Wie wollen wir glaubwürdig kritisieren, dass in einem Krieg Tausende von Menschen unnötig sterben, solange wir selbst Millionen von Hungertoten auf dem Gewissen haben? Wie wollen wir es Putin glaubwürdig vorwerfen, dass er auf die Schwäche der Ukraine spekuliert, solange wir selbst tödliche Nahrungsmittelspekulationen betreiben, die so viel Tod und Leid über die Erde bringen? Wie wollen wir das glaubwürdig schaffen? Ich finde es richtig, Putin zu kritisieren, denn sein Krieg ist Wahnsinn. Ich finde es aber genauso richtig und wichtig, dass wir die kapitalistische Gesellschaftsordnung in Frage stellen, diese brutale Herrschaft der Reichen über die Armen, der Großen über die Kleinen, der Starken über die Schwachen. Wir brauchen eine Welt, in der jedes Menschenleben gleich viel wert ist, in der Dritten Welt genauso wie im Westen, in Deutschland genauso wie in der Ukraine und in Russland. Ein Hartz-IV-Empfänger ist als Mensch exakt genauso viel wert wie ein Multimilliardär und genauso würdevoll sollte er auch behandelt werden. Wir brauchen eine Welt, die nicht vom Kapital, sondern von der Moral regiert wird. Eine gerechte, eine friedliche Welt. Davon sind wir so weit entfernt wie Putin von einem fairen Umgang mit seinen Nachbarstaaten. Ich fand es wichtig, das einmal zu sagen. Sagen Sie es unbedingt weiter, empfehlen Sie dieses Video vielen Menschen. Und schauen Sie jetzt gern noch mein Video über einen unglaublichen Corona-Betrug, der hinter den Kulissen passiert ist. Sie werden staunen. Klicken Sie das Video in der Infobox und wir blenden es gleich noch ein.
Und jetzt habe ich noch ein kostbares Geschenk für Sie. Für kurze Zeit bekommen Sie mein Videoseminar Das 3-Minuten-Geheimnis kostenlos. Dort verrate ich Ihnen eine Methode, mit der Sie in nur 3 Minuten pro Tag Ihr Leben verändern können. Mit dieser Methode werden Sie nichts mehr aufschieben, sondern endlich Ihre wichtigsten Pläne und Träume verwirklichen. Es funktioniert tatsächlich. Ich verdanke dieser Methode alles. Probieren Sie es aus. Noch ist das kostbare Seminar völlig kostenlos. Klicken Sie hier für ein besseres Leben. Abonnieren Sie gern mit Glocke. Nur dann bekommen Sie bei jedem neuen Video eine Nachricht. Bleiben Sie mir treu. Schauen Sie wieder vorbei. Ihr Martin Wehrle.